Kannst du mich hören? Natürlich kann ich dich hören. Wo ist das Reh? Reh? Ist soweit alles in Ordnung? Mein Bein ist blöd. Warte mal, das Bike. Oh shit, I got it from a friend of mine. He'll kill me. Ist das aus England? Nein, Amerika. Echt, Amerika? Wo sprichst du so gut Deutsch? Meine Eltern sind aus Deutschland. Geht es? Wie fühlst du dich? Okay. Ja klar, haben Sie ein Telefon, Handy, irgendwas? Dann rufen Sie einen Arzt an, aber schnell. Kein Wunder, bei so einer reizenden Patientin. Danke fürs Kompliment. Kann ich irgendwas für Sie tun? Da müssen Sie sich aber hinten anstellen. Das gleiche Angebot haben wir heute schon. Sieht ein bisschen kläglich aus, oder? Das finde ich überhaupt nicht. Vielen Dank, Mann. Dafür nicht. Tut mir schrecklich leid. Die Blumen sind für Frau Winterbauer. Die neue Lernschwester hat das verwechselt. Halt, halt, halt! Die aber nicht, ja? Die gehört mir. Also, mir ihr. Entschuldigen Sie. Siehst du, manchmal sieht alles ganz schnell ganz anders aus. Geht's? Jo. Oh, ups. Alles in Ordnung? Ja, ist alles okay. Du, ich wollte dir sagen, dass ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. So schnell geht das doch gar nicht. Alina! Alina! Oh, du bist deine Freundin? Ja. Lauf ihr nach. Los, lauf ihr nach, schnell! Hier. Wow, und der Schrank, ist das ein Original? Ja, der ist noch von meinem Vater. Charlotte, darf ich dir mal vorstellen? Das ist Kelly, ist aus Amerika und wird ein paar Tage bei uns bleiben. Und Kelly, das ist Charlotte, der gute Geist des Hauses. Grüß Gott. Aus Amerika, ja? Na, nichts für ungut, Frau... Sagen Sie ruhig Kelly zu mir. Ich bin tatsächlich aus New York, aber meine Eltern sind Deutsche. Ja, dann setzen Sie sich ruhig, Frau Kelly. Werde ich mal ein Bett machen. Werden auch sicher Hunger haben, oder? Machen Sie sich bloß keine Umstände. Kelly. Hi. Was machst du denn hier? Ich wohne jetzt hier. Dein Vater hat mich eingeladen. Das ist ja spitze. Und einen schicken Gips habe ich gekriegt. Ja. Na, nimm den. Sie können uns doch mal in New York besuchen. Ja, die Stadt würde mich schon interessieren. Aber dafür den ganzen Tag im Flugzeug ist ja zu langweilig. Tochter und der Vater, das ist einfach ein Problem. Einer rennt. Roland, das mit dem Fingerspitzengefühl, das üben wir nochmal, oder? Kann. Wollt ihr nicht? Was soll ich alles wissen? Vorsicht mit den Beinen, ja? Ja. Ist immer so viel bei euch los? Das ist ja Wahnsinn. Ja, manchmal nervt es ganz schön, aber ich schaue meine Eltern an. Alles eine Frage der Erziehung.